In China sind inzwischen mehr als 1000 Menschen an einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Nach offiziellen Angaben starben zuletzt mehr als 100 weitere Menschen. Fast alle von ihnen wurden in der Provinz Hubei verzeichnet. Von dort hatte die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen. In Hubei gibt es weiterhin die mit Abstand meisten Fälle. Die Behörden haben die Provinz weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt. Nach offiziellen Angaben sind insgesamt fast 43.000 Menschen in China mit dem Virus infiziert.